Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Allmächtiger, ewiger Gott, wir loben und preisen dich, dass wir hier sein dürfen in dieser Kirche. Danken wir dem Pfarrer. Deswegen dürfen wir hier sein in der Kirche und freuen uns, dass wir im Haus Gottes sind und weiter betrachten dürfen. Einfach, ihr seht es schon am Bild bei der Taufe Jesus, wo der Heilige Geist auf ihn herabgekommen ist und er bestätigt wurde vom Vater. In ihm brennt es. Er ist gekommen, Feuer auf diese Erde zu werfen, und wie sehr wünschte es würde schon brennen in den Herzen aller Menschen. Wir lesen bei Matthäus 3, 13 bis 17. Zu dieser Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm: Ich müsste von dir getauft werden. Und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm: Lass es nur zu oder lass es geschehen, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Gott fordert Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit besteht darin, dass er für die Sünden Sühne tut, stellvertretend für uns. Wieder ein wunderbares Zeichen, wie Jesus sich in den Willen Gottes hineinbegibt und brennt, diesen Willen Gottes zu tun. Eben wie Johannes vorher sagte: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Wenn wir eine Verkündigung machen in der Kirche, meine Lieben, wo letztlich die Sündenvergebung nicht mehr vorkommt und wo das Sakrament der Beichte nicht mehr vorkommt und wir sagen, alle sind gut, alle können zur Kommunion kommen, aber niemand mehr soll zur Beichte gehen, haben wir letztlich das Haupt die Hauptverkündigung durchbrochen und zur Seite geschoben. Weil die Hauptverkündigung muss die sein, meine Lieben, dass das Lamm Gottes gekommen ist, die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Und wir können dann nicht eine Verkündigung machen, wir haben keine Sünden. Wir sind alle so brav und alle kommen in den Himmel. Wir müssen eine Verkündigung machen, dass sie umkehren können, die Menschen. Weil alle haben gesündigt, steht doch in der Heiligen Schrift, und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Wenn einer sagt, er sei ohne Sünde, dann ist er ein Lügner. Dann machen wir Christus zum Lügner, der doch gekommen ist, für diese Sündenzeugnis abzugeben, dass er so leiden muss und dass diese Hässlichkeit der Sünde, die Lieblosigkeit der Sünde sichtbar wird, wie die Sünde hässlich ist. Schau den an am Kreuz, durchbohrt, hingeschlachtet. Da siehst du die Hässlichkeit der Sünde, die Lieblosigkeit der Sünde. Die muss wieder gesühnt werden durch Liebe. Und so liebt er am Kreuz und siegt in der Liebe als Lamm und trägt die Sünden weg von der ganzen Welt. Das wäre mal sehr wichtig, dass wir diese Verkündigung wieder in ganz Europa postieren. Und zwar in den Pfarreien, in den Bischofskonferenzen. Das muss das Erste sein. Wisst ihr, manchmal war es schon heftig. In meiner Dienstprüfung, die ich hatte, zweite Dienstprüfung, auf einmal kam der Verantwortliche von uns für die Priester und für die Pastoralassistenten und sagte: Wir können den Leuten nicht mehr zumuten, dass wir am Anfang ein Schuldbekenntnis beten in der Messe. Weil dann empfangen wir sie so, wie sie Sünder sind. Und wir überführen sie als Sünder. Und das ist doch keine gute Begrüßung, wenn du einen Gast begrüßt. Wir können nur: Herr, erbarme dich. Christus, erbarme dich. Herr, erbarme dich. Und dann noch der Herr, lasse uns die Fehler und die Schwäche nach und führe uns zum ewigen Leben. Von Sünde kommt dann nichts mehr. Wie kann Gott dann die Sünden wegnehmen? Wir schämen uns,
dass wir einen Gott verkünden, der uns so geliebt hat, dass er alle Sünden hinweggenommen hat. Und das mitten in der Kirche, versteht ihr, mitten in der Kirche, das können wir den Leuten nicht mehr zumuten. Ja, aber gerade das müssen wir ihnen zumuten. Ihr müsst alle umkehren. Das Metanoia oder Metanoein im Griechischen, denkt um, kehrt um, kehrt euer Denken um. Jetzt zeigt euch Gott, wie er uns geliebt hat, als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Er, der uns so geliebt hat, wenn wir diese Hauptverkündigung nicht mehr haben in der Kirche, zerstören wir die Kirche und sie wird verschwinden. Dort, wo das verkündet wird, in liebender Weise, versteht ihr, ist sehr, sehr wichtig, nicht so, dass wir runterprügeln, gell, auf die Leute und ihr seid so schlecht und ihr müsst jetzt beichten gehen und was weiß ich und dass sie sich selbst hassen, dass sie Angst haben. Nein, wir müssen einen Gott verkünden, der uns so geliebt hat. Und es ist selbstverständlich, dass ich nicht sage, ich toleriere die Sünde, wenn ich diese Unverschämtheit habe zu sündigen, dann hab wenigstens die Courage, deine Sünden vor Gott zu bekennen, dass du sie getan hast. Und da kann ich nicht in der Verkündigung sagen, nein, nein, du bist gut, du hast keine Sünden. Kommt nur alle zur Kommunion. Meine Lieben, wenn wir das tun, dann werden die Leute krank. Das heißt, der, der unwürdig zur Kommunion geht, der isst und trinkt sich das Gericht. Und jetzt hört mal zu, die zweite Stelle ist sehr, sehr interessant in der Heiligen Schrift. Deswegen sind so viele krank, weil sie unwürdig zur Kommunion gehen. Viele Krankheiten kommen daher, weil wir die Altlasten und all die Sünden, die wir jetzt auch in diesem Kurs mal ganz gut angeschaut haben, wegbringen. Und du spürst, wenn das mal weg ist, auf einmal geht das auf. Sonst bist du immer mit 5 Handbremsen unterwegs und die sind alle angezogen und dein Auto läuft nicht, versteht ihr? Das macht keinen Spaß. Es ist nicht alles aufgeräumt. Deswegen müssen wir den Leuten helfen in Liebe. Wo hast du deine Sünden? Wir räumen alles weg und dann das Fest der Freude, das Fest der Erlösung, das Fest, dass Gott eine Freude hat, dir alle Sünden der ganzen Welt hinwegzutragen. Und das ist eine Freude für Jesus. Da kommen sie automatisch. Wisst ihr, einige sind zu mir gekommen, jetzt in den Exerzitien, Herr Pfarrer Fim, weil sie diese Sünden jetzt angesprochen haben, habe ich Mut, sie endlich mal zu beichten. Jetzt war ich bei der Beichte. Siehst du, das ist das. Wenn wir diesen Dienst nicht mehr auf uns nehmen und uns schämen, nein, wir sind ja alle gut, versteht ihr? Nein, wir sind nicht alle gut. Gott will uns gut machen, indem er uns die Sünden wegnimmt, weil er das Hässliche an uns nicht erträgt, diesen Aussatz, den er sieht. Er sieht ihn, den Aussatz. Und er hat alle Pläne, versteht ihr, des Guten. Wie bekomme ich so dazu, dass sie mir das sagen und keine Angst haben. Du kannst alles sagen. Wir wissen eh alles, wir Priester. Ziemlich. Und schaut ihr, wir sind immer noch froh. Und er könnte uns gar nicht überraschen und auch Jesus nicht überraschen, weil er weiß ja alles von dir. Schäme dich einfach nicht. Komm. Und Jesus freut sich. Wie oft sage ich zu denen, du, jetzt hat Jesus so lange auf dich gewartet, stell dir mal vor, Jahrzehnte gewartet, bis du das mal aufsprichst. Heute ist ein Freudentag. Dann sagen sie, meinen Sie, Herr Pfarrer Fim, dass Jesus sich freut? Ja, da hat er so lange drauf gewartet, dass du das ihm mal anvertraust. Er hat schon immer gewusst. Vielleicht hat er den und den Priester dazu verwendet, der es einfach ausspricht. Deswegen heißt es in der Schrift bei Jesaja, sag ihnen die Sünde ins Gesicht, in Liebe, damit sie umkehren können. Und jetzt kommt es, das ganz Schöne, und ich sie heilen kann. Das ist die Sehnsucht Gottes, dass er uns heilt. Er will uns doch nicht in den Sünden rumlaufen lassen. Wo können wir die Sünden hinbringen?
Wo kannst du sie abbringen? Wir werden in den Sünden sterben, wenn wir sie nicht zum Lamm Gottes bringen. Und wenn wir diese Verkündigung nicht einhalten und uns schämen für diese Verkündigung, dann haben wir die Verkündigung verfehlt. Das geht schief. Da müssen wir hinstehen und das sagen. Und dann gehen die Leute beichten. Dann kriegen sie auf einmal den Mut. Und was machen wir? Wir sagen, ihr seid alle brav und alle kommen in den Himmel, gell? So, das geht nicht, diese Verkündigung. Sondern wirklich das sagen, auch die tiefen, schweren Sünden und die versteckten Sünden, die verborgenen Sünden, die so, ach, die hat man zugedönst. Und manchmal ist der Satan ein Künstler, dass er die Sünden versteckt. Auf einmal ist es weg, das wird weggeblendet, jahrzehntelang weggeblendet. Und es kann nicht aufgehen. Deswegen haben wir die Sünden angeredet mit Pille, mit Spirale, mit In-vitro-Fertilisation, mit Sterilisation, haben wir angesprochen. Mit Pille danach haben wir angesprochen. Mit vorehelichem Geschlechtsverkehr haben wir angesprochen. Mit Ehebrüchen, mit Pornografie, mit Betrügereien, mit all dem, wo wir lieblos sind, was wir für Süchte haben, was wir für Zeug machen im Geheimen. Alles darfst du sagen. Du darfst dich sogar deiner Schwachheit rühmen, weil wir alle so schwach sind. Und Gott nimmt sich unserer Schwachheit an, damit er in diese Schwachheit der Sündhaftigkeit hineinkommt, mit seiner Lösung, dass er die Sünden hinwegnimmt, weil er sich unser erbarmt. Wir müssen da locken, die Menschen, dass sie kommen. Und dann geschehen Aufbrüche. Und dann, sonst, wenn wir es nicht so machen, wisst ihr, was geschieht? Die Kirchen werden immer leerer, der Glaube schwindet, das Heilig wird ausgeblendet in den Seelen, sie werden zugedönst, sie sind müde, sie sind blockiert, sie sind gelähmt, sie kriegen gegen das Heilige eine Antipathie, sie hören auf alle Argumente der Feinde, die in den Medien die Kirche runtermachen, weil sie Gott nicht erfahren haben, wie er sie befreit. Jene, die so befreit sind und es ist ihnen schlecht gegangen, die werden nicht schlecht über die Kirche reden. Egal, ob das Bodenpersonal und die Priester manchmal versagen, versteht ihr? Manchmal habe ich auch Schwierigkeiten mit dem Bodenpersonal. Auch mit mir selbst, ich bin ja auch ein Sünder. Ich gehe jede Woche beichten. Jede Woche. Mit Freude. Ich hänge am Tropf Gottes wie ihr. Und ich hänge gerne dran. Ich bin am Weinstock. Ich darf diesen kleinen Weg gehen, der Demut. Und ich bekenne das an, dass ich Sünder bin. Ich bin schwach mit euch zusammen. Aber immer gehen wir hin, bis der Herr uns verwandelt, heiligt, neu macht. Und er immer wieder die Sünden wegmacht. Und er wird nie müde, barmherzig zu sein. Nie müde. Also es muss geschehen, diese Gerechtigkeit, alle Sünden hinwegzunehmen. Seht ihr? Und das sagt Maria, die Mutter Jesu, schaut sie an, wie schön, dass sie da ist, eine Immaculata. Sie will, dass wir schön werden. Und dieser Aussatz dieser Sünde muss weg in den Seelen. Das habe ich wirklich gesehen. Wenn in einer Losprechung, das werde ich nie vergessen, 15 Jahre eine Verjüngung im Gesicht, in der Losprechung, meine Liebe, in der Losprechung. 15 Jahre. Also ihr Frauen, ihr braucht nicht mehr eine Verjüngungskur machen, sondern geht beichten, dann werdet ihr schön. Die Beichte macht schön. Nicht mehr Schönheitsoperationen, versteht ihr? Ihr Männer genauso, oder? Dann verschwinden manchmal die Falten und da kommt die Freude hinein. Ein paar Falten dürfen auch da sein. Das ist gut für das Alter. Das darf auch eine Reife ausstrahlen, ein älteres Gesicht. Aber Gott darinnen, Gott macht schön. Kannst du eine alte Frau auch anschauen, wenn sie noch diese Strahlen im Gesicht hat und diese Strahlen in den Augen, wenn das Licht Christi in der Seele ist und das herauskommt.
Da können wir schon ein paar Falten haben. Das macht nichts. Das macht nichts. Wir wollen auch nicht ewig hierbleiben, meine Lieben, oder? Ein bisschen altern müssen wir schon. Gell? Denn unsere Heimat ist im Himmel. Aber er will, dass wir schön kommen, durch die Sakramente schön gemacht. Und das hat Jesus gewusst und er will, wir müssen diese Gerechtigkeit, die Gott fordert, die Gerechtigkeit, dass der Gerechte, die vielen Ungerechten, wir sind alle ungerecht, gerecht macht. Oder eine andere Stelle in der Schrift, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren und ist für uns ans Kreuz gegangen, um unsere Sünden zu tilgen. Stellt euch mal vor, als wir noch Feinde Gottes waren, Sünder waren, hat er diesen Weg beschritten und hat dich einfach erlöst. Er lebt diese Feindschaft oder diese Feindesliebe, Entschuldigung, die Feindesliebe lebt er ganz und gar in seiner Person, weil eben die ganze Liebe in Jesus Christus ist, die er zum Vater hat, weil der Vater jede Seele liebt und er will sie wieder zurückhaben. Das müssen wir verkünden. Das ist nicht, dass wir dann auf den Zehen stehen. Du musst jetzt umkehren. Ja, und wo hast du noch Sünden? Versteht ihr? Das ist eine Freude, eine Einladung zur Hochzeit. Da war eine gute Frage. Ja, warum denn diese Grausamkeit am Kreuz? Ja, wir haben ein bisschen nachgedacht miteinander und dann kamen wir wirklich so drauf, warum diese Grausamkeit? Wisst ihr, Sünde ist grausam, sie ist hässlich. Und diese Hässlichkeit der Lieblosigkeit der Sünde, weil Sünde ist ein Mangel an Guten und an Liebe. Und deswegen muss diese Sünde sichtbar werden, wie furchtbar das sie ist. Dann kannst du ihn anschauen, im ganzen Leid. Und dann siehst du aber auch darin, dass er das auf sich genommen hat und die Sünde ihn getroffen hat, diese Hässlichkeit, diese Lieblosigkeit, dass er sie gesühnt hat in Liebe und es freiwillig auf sich genommen hat und dadurch uns geliebt hat, unendlich geliebt hat. Stellt euch das vor, das fordert Gott. So sehr liebt er uns. Das ist das Lamm Gottes. Und jetzt ist das Schöne, er muss also getauft werden, er stellt sich an, er ist der, der sich auf Augenhöhe von uns verwendet und in die Reihe der Sünder steht. Jesus wird auch in die Reihe der Sünder stehen, hier in Medjugorje. Das wäre mal gut in der Heimatpfarrei, wenn sie wieder anstehen würden vor dem Beichtstuhl, oder? Wie in Medjugorje, stundenlang. Das letzte Mal beim Jugendfestival sind sie 7 Stunden, haben sie gewartet, bis sie dran gekommen sind. 7 Stunden. Ihr müsst euch das mal vorstellen, 7 Stunden. Aber das lohnt sich, dass du ewiges Leben geschenkt bekommst. Wenn du das sehen würdest, du würdest weinen, du würdest sterben vor Freude, wenn die Sünden weg wären und du siehst dich. Wenn es die Männer vielleicht am Samstag richtig gearbeitet haben, dann kommen sie heim und die Frauen sagen, aber ab in die Dusche und sie sind voll mit Schweiß und so, so berührst du mich nicht. Ab unter die Dusche und dann merkst du, hey, das ist ja gewaltig, du. Und dann fühlst du dich wieder so. Und jetzt überleg dir mal, in die Dusche zu gehen des kostbaren Blutes und alle Sünden weggewaschen zu bekommen und keine Bremsspur für den anderen mehr zu haben, sondern ein wahres Düftlein, versteht ihr? Keine Bremsspur und so eine Rauchsäule hinten nach, sondern wir verbreiten den Duft Jesu Christi, den Duft. Das ist schön, wunderbar. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Stellt euch das vor, es ist so schön, sobald er diese Taufe vollzogen hat, wo er in diese Taufe an einer anderen Stelle sagt, er, mich sehnt es, mich drängt es.
Mein ganzes Sehnen geht dahin, diese Taufe der Leiden zu vollziehen. Und hier geht er und nimmt schon alle Sünden mit der ganzen Welt und taucht sie in das Bad hinein, in dem er die Sündenvergebung uns schenken will, schon in der Taufe. In der Taufe. Und was ist das Produkt, was ist das Ergebnis dieser Taufe, in dem das Lamm Gottes schon alle Sünden im Grunde in den Jordan hineintaucht, abwäscht. Der Himmel geht wieder auf, weil er war zu, denn wir waren verloren, wir konnten nicht zu Gott zurück. Jetzt, durch diese Tat des Menschensohnes, geht der Himmel auf. Und das kann nur er machen, versteht ihr? Deswegen die Liebe zu ihm, die Liebe zu Maria. Sie sagt, liebt ihn, er ist der Erlöser. Liebt ihn, er hat das getan. Unser Gott, wie könnten wir ihn nicht lieben für diese wunderbare Tat? Und da geht der Himmel auf. Keiner kann den Himmel aufschließen, versteht ihr? Nur Gott selbst. Und er geht auf. Und er sagt auch von sich, keiner kommt zum Vater, außer durch mich. Hier habt ihr ihn. Das muss brennen, versteht ihr? Wir sind ja beim Thema. Und da kommt der Geist herab auf ihn und lässt sich nieder. Und jetzt kommt die Stimme Gottes, ganz interessant. Jetzt wird der Sohn Gottes bestätigt. Der ewige Sohn des Vaters wird bestätigt. In dem, was er ist, das ist mein geliebter oder vielgeliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Denn ich liebe über alles. Wo steht die andere Stelle, wo das steht? Deswegen liebt mich der Vater, weil ich mein Leben für die Schafe hingebe. Seht ihr? Deswegen liebt mich der Vater. Einmal hat mich das getroffen, meine Lieben, als Priester, wo ich dieses gelesen habe. Deswegen liebt mich der Vater, weil ich mein Leben für die Schafe hingebe. Und dann hörst du eine Stimme in dir als Priester innen drin. Bist du auch bereit, dein Leben hinzugeben? Oh. Für die Schafe. Bist du bereit? Wir können ja viel reden, versteht ihr? Schön reden, tolle Vorträge machen. Aber wenn es nicht ins Eingemachte geht und wenn wir nicht bereit sind, unser Leben hinzugeben, wenn die Väter und Mütter nicht bereit sind, ihr Leben hinzugeben, für die Familie, für die eigenen Kinder, für die Frau, auch die Frau für die Kinder hinzugeben. Es ist ein Hingeben, versteht ihr? Das beginnt schon in der Hingabe, dass ich dann vielleicht meine Schönheit ein bisschen verliere, wenn ich ein paar Kinder habe. Aber ich habe mich hingegeben. Gibst du dein Leben hin? Sagt ein Priester, nein, nein, ich sitze da nicht stundenlang bei der Beichte. Ich habe was Besseres vor. Ich ruhe mich aus. Das ist stressig. Manchmal war es so, wie der Pater Leonhard und ich, hören dann andere Priester und sagen, ach, ich bin so kaputt. Nach drei Stunden ist der Hammer. Wir sind so kaputt und wir schauen uns an, der Pater Leonhard und ich, und wir haben 10 Stunden hinter uns. 10 Stunden. Hingeben. Sagt es jetzt nicht, dass wir uns auf der Sockel stellen, weil Gott gibt die Kraft. Es kann manchmal so sein, es war jetzt beim Jugendfestival, du bekommst die Kraft, wenn wir uns hingeben, dass du nach 10 Stunden dich fühlst, wie du 2 Wochen Urlaub hattest, nur durch die Gnade. Nur durch die Gnade. Ist wirklich passiert, hier in Medjugorje, 50 Stunden haben wir hinter uns gehabt. Und ich war sowas von fertig, das könnt ihr nicht euch vorstellen. Und dann sind wir heimgefahren. Wir haben Lobpreis gemacht im Bus und so weiter. Und es ist echt gut gegangen. Und dann haben wir wirklich erlebt, was das heißt,
als wir dann Heilige Geistlieder gesungen haben, wenn der Geist Gottes herabkommt und den ganzen Bus getauft hat im Heiligen Geist, wirklich getauft im Heiligen Geist, dass dieses Wasser des Heiligen Geistes, dieser Strom des Feuers in jeden Menschen hineingekommen ist, auch in mich, in den armseligen Knecht, denn wir sind nur unnütze Knechte und haben unsere Schuldigkeit getan. Wisst ihr, was dann auf einmal für ein Ergebnis war? Erstens, die sind im Bus, so versteht ihr, Ehegatten, die sich vorher nicht mehr so lieb angeschaut haben, sind übereinander gelegen mehr und haben sich abgebusselt, gell? Ich habe so mal zurückgeschaut und es sagt, klasse, Heiliger Geist, klasse. Ich glaube, jetzt brennt es wieder. Also, da hat es richtig gezündet durch den ganzen Bus und die haben sich umarmt und liebevoll angeschaut. Das habe ich aber die ganze Fahrt nicht gerade so gesehen, versteht ihr? Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann passiert was. Und da war eine Freude und eine Kraft und eine Liebe, auch bei mir. Auf einmal war die ganze Müdigkeit weg. Ich meinte, ich habe 2 Wochen Urlaub gehabt. Und das Entscheidende noch, da sind wir zwischendurch mal Stopp gemacht und die haben gesungen und nicht aufgehört, versteht ihr? Da ging es zu ohne Ende, also richtig im Heiligen Geist getauft, wenn dieser Geist herabkommt und dich erfrischt und durchflutet und neu macht. Dann sind wir noch an das Meer ein bisschen gefahren, dann sind wir dahin und auf dem Steg, dann bin ich da gesessen und habe mir nur gedacht, jetzt fehlt nur noch, dass mich abbeamt. Also das reicht jetzt, verstehst du? Weil, wisst ihr, ich habe den anderen angeschaut, ich konnte alle lieben, egal wer. Also sowas von lieben, so eine Liebe innen drin, so stelle ich es mir vor im Himmel, nichts mehr. Nichts mehr. Die sind miteinander umgegangen, wenn der Geist kommt, wenn der Heilige Geist kommt und dieses Feuer der Liebe entzündet. Jeden konntest du umarmen und dann ging es noch weiter. Da waren wir auf dem Terminal, da kamen die jungen Mädels, das sind so ganz eingeschüchterte Mädels gewesen, vielleicht so 14 Jahre, die sind ganz so brav gewesen und ruhig und immer im Hintergrund. Dann stehen sie vor mir, Pfarrer Wim, wir machen hier Lobpreis. Ich sage, hey, was ist jetzt los? Gell? Keine Angst mehr, nichts mehr. Ich gesagt, und, machen Sie mit? Und ich, oh, jetzt ist mir fast ein bisschen, die haben noch mehr bekommen wie ich. Und noch mehr bekommen, versteht ihr? Dann geht es durch, keine Angst mehr, mit einem Bekenntnis vor allen Leuten und auf einmal fangen die schon an zu singen und der ganze Terminal singt Lobpreislieder. Und die Leute, was ist jetzt los? Sind wir unter Christen? Und die singen und die singen und wir klatschen. Und der ganze Terminal wird aufgemischt. Ein Zeugnis von der ganzen Gruppe und das von den jungen Mädels. Stell dir mal vor, ich habe mir gedacht, so ist es. Dann wird dir alle Angst genommen, wenn der Heilige Geist kommt. Alle Angst. Da bleibt nichts mehr. Da bekennst du, weil die Liebe Gottes in dir ist. Wisst ihr, das fehlt uns in Deutschland zu bekennen, weil die Liebe nicht mehr drin ist. Und die muss herabkommen auf uns wie auf den Herrn, diese unendliche Liebe des Heiligen Geistes, weil auf ihm ist die ganze Liebe. Und wenn die mal reinkommt, meine Lieben, das ist was. Und es ging noch weiter, dann höre ich auf einmal, ich war ganz vorne im Flugzeug gesessen, jetzt fangen die noch im Flieger an und der ganze Flieger singt. Das macht der Heilige Geist. Der zündet durch. Und die Liebe nimmt dir alle Angst. Weil wenn die Liebe drin ist, bekennst du den, den du liebst. Und du hast keine Angst, du gibst Zeugnis von ihm. Weil er der Gute ist. Weil er der ist, der wahrhaft
für uns Zeugnis gegeben hat, weil er hat alles Zeugnis für uns gegeben, Jesus. Er ist Mensch geworden. Er ist Mensch geworden, seht ihr, er gibt Zeugnis, er hat diese wunderbare diese Liebeszeugnis, das er für uns gegeben hat, dass er Mensch wird. Einer von uns, in allem uns gleich, außer der Sünde. Und dann müssen wir auch entsprechend diese Liebe auch ihm geben und das ganze Zeugnis den Menschen geben, wenn der Geist zu uns kommt. Der Geist, der von oben kommt und sich herablässt auf den Menschen, gerade bei der Taufe, versteht ihr? Dann kommt der Geist herab und will den Menschen zu einem neuen Menschen machen. Und Jesus tut diesen Geist uns schenken und uns erbitten, schon in diesem Gebet, im hohen priesterlichen Gebet, ganz am Schluss: Vater, ich bitte dich, dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Und wenn diese Liebe drinnen ist, dann haben wir etwas. Dann ist es so, dass sich alles verändert. Deswegen müssen wir wieder den Geist anrufen und die Braut des Heiligen Geistes uns diesen Heiligen Geist, der ganz auf sie herabgekommen ist, auch auf uns herabkommt und uns verändert, neu macht. Das geschieht schon in der Taufe, ihr seht es in den Bildern. Da kommt der Geist herab, weil das Wasser ist ein Symbol des Heiligen Geistes und dann brennt es. Da kommt dieses Feuer in dich hinein und verwandelt dich in ein neues Geschöpf, damit jene Liebe, die im Vater und im Sohn ist, auch in dir ist. Meine Lieben, dadurch haben sie, diese Apostel, wo das Feuer gebrannt hat, die ganze Welt verändert. Die sind hinausgegangen und haben alles auf den Kopf gestellt. Die haben nichts gehabt, nur ihr Stab, ihre Tasche, und dann sind sie los, weil sie Christus innen hatten und die Liebe. Und sie haben die ganze Welt erobert. Die Kirchen stehen ja noch da, aber sie sind leer, weil der Geist abhanden gekommen ist. Deswegen heißt es: löscht den Geist nicht aus, sondern tut, dass der Geist stark wird. Der Buchstabe nützt nichts, nur der Geist macht lebendig. Dieser Heilige Geist, der uns gegeben ist, in Jesus Christus und in der Ausgießung des Vaters von seinem Herz und von dem Herzen des Sohnes in uns hinein, damit er uns als Söhne und Töchter annimmt, weil der Geist gibt Zeugnis für uns ab. Und der Geist tritt für uns ein, indem wir rufen: Abba Vater, lieber Vater. Sind wir aber dann Kinder, dann auch Erben Jesu Christi, Kinder Gottes, angenommen wie der ewige Sohn des Vaters von Ewigkeit. Wie schön ist das, meine Lieben? So sind wir geliebt von Gott in der Taufe. Das ist sehr, sehr interessant. Schaut das Bild an. Das ist ein Bild, wie es so gemacht wurde. Natürlich nicht so schön in der Weise. In der Urkirche. In der Urkirche war das Baptisterium wie ein Kreuzzeichen, und mitten im Kreuz ist der Täufling oder der Erwachsene getauft worden, untergetaucht worden, also im Schmerz des Erlösers, im Schmerz des Vaters, in der Liebe Gottes, dass sie für uns gelitten haben am Kreuz, sind wir neue Menschen geworden. In dieses Kreuz sind wir hineingetaucht als Sünder und kommen als neue Menschen heraus. Der Täufling ist im Westen hineingestiegen, hat der Welt abgeschworen, merkt ihr? Das wissen wir immer noch. Jetzt gehen wir der Welt wieder zu in der Kirche. Wir biedern die Welt an. Wir biedern den Zeitgeist an, den liberalen Geist. Wir gleichen uns der Welt an. Aber im Ritus war es so, in der Urkirche und jetzt auch, dass wir uns
letztlich der Welt zugewandt haben im Westen. Und dort haben wir abgeschworen der ganzen Welt, wir wollen nichts mehr zu tun haben, wir sind zwar von der Welt, aber doch nicht mehr von der Welt, sondern wir gehören jetzt Jesus Christus. Und dann sind sie hineingestiegen und mittendrin getauft im Kreuz. Deswegen seht ihr, alles, jedes Sakrament hat mit dem Kreuz zu tun. Ohne das Kreuz könnten wir gar nichts tun. Dort sind die 7 Sakramente aus dem Herzen hervorgeflossen, um uns gegeben, damit wir neue Menschen werden. Jetzt haben wir vielleicht eine kleine Taufkatechese. Und diese Taufe dort, was du geworden bist, Christ, lebe, was du bist, ein neuer Mensch, vergöttlicht, du bist jetzt anteilhaftig der göttlichen Natur. Du bist der, der jetzt Priester ist, König und Prophet. Du bist ein Königskind. Du gehörst zu Gott. Wie könnten wir noch sündigen? Wie könnten wir noch schwer sündigen? Eigentlich müssten wir aus der Liebe, das, was wir bekommen haben, müssten wir nicht mehr sündigen und sagen, nein, Jesus, ich bringe es nicht übers Herz, dass ich dich beleidige. Ich schaffe es nicht mehr. Seht ihr? Und dann kommt der neue Mensch heraus und im Osten ist er rausgekommen. Dann wurde er abgetrocknet und gesalbt am ganzen Körper mit dem Chrisam. Ganzen Körper. Und dann wurde er vorgeführt in die Kirche, ins Baptisterium. Also in die Apsis, Entschuldigung, Baptisterium war die Taufkapelle, die war meistens außerhalb. Und dann in die Apsis geführt, dort wartete der Bischof und dann wurde nur noch die Stirn, wurde ausgespart. Und da hat der Bischof mit dem Chrisam das Kreuz gemacht. Und dieses Zeichen des Kreuzes ist auf deiner Stirn. Du bist ein Kind Gottes und gehörst für immer Gott. Lebe diese Würde. Ja? Lebe diese Würde. Seht ihr, das ist ja auch am Pfingsten geschehen. Ihr seht es, ich hoffe, dass ihr es gut seht oder einigermaßen, ist ein bisschen dunkel, vielleicht ist das besser. Da ist dieser Geist herabgekommen auf uns in den beiden Formen und zwar mit Feuer und mit Heiligen Geist und mit Sturm. Hier sind die Symbole des Heiligen Geistes. Es gibt noch viel, viel mehr Symbole des Heiligen Geistes. Hier dürfen wir das mal betrachten. Wir dürfen es auch lesen. Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war, waren alle zusammen am selben Ort. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder, und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. In Jerusalem aber waren Juden, fromme Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als sich das Getöse erhob, strömte die Menge zusammen und war ganz bestürzt, denn jeder hörte sie in seiner Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, seht, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Prater, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Cyrene hin. Auch die Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Alle gerieten außer sich und waren ratlos. Die einen sagten zueinander, was hat das zu bedeuten? Andere aber spotteten, sie sind vom süßen Wein betrunken. Genau, meine Lieben, hier eine Geschichte, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Sie hörten sie
in fremden Sprachen reden. Ich war mal in der Schweiz, in Landschlacht, und da war eine Koreanerin. Und die hat morgens schon gebetet anscheinend: Herr, lass mich die Vorträge gut verstehen, das will ich. Okay, wir haben ja Vorträge gehabt, und ich glaube, ich habe die Vorträge gehabt. Und irgendwann kommt sie und sagt: Herr Pfarrer Fim, ich höre Sie auf Koreanisch predigen. Dann hat sie wirklich in Koreanisch predigen gehört. Einfach simultan Übersetzung. Und Gott hat es gemacht, weil sie so geglaubt hat. Und so könnt ihr es vorstellen, dass das war, der Geist Gottes bewirkt das und übersetzt simultan, nicht da, was jetzt in Medjugorje ist, das wäre mal wirklich was, dass wir mehr um den Heiligen Geist beten, da wird das eigentlich simultan übersetzt und da kommt die Sprache direkt an, wir hören sie in den Sprachen reden und die hört mich predigen in Koreanisch, aber nicht nur in Koreanisch, sondern sie haben den Dialekt von der Großmutter, die mich aufgezogen hat. Und dann kommt sie: Ich will alle CDs von Ihnen haben, Herr Pfarrer Fim, weil ich höre Sie auf Koreanisch predigen in den CDs. Das ist Heiliger Geist. Hier übersetzt er simultan, weil er will, dass die Botschaft hinauskommt bis in die ganze Welt. Aber auch noch tiefer, dass du es verstehst, dass diese Botschaft nicht nur geredet wird und dann, ja, der hat da vorne gut geredet, jetzt könnt ihr mal aufhören, sondern dass in dir es zündet, dass dieses Feuer kommt, wo es zündet in dir. Und wo die Taube kommt, so sanft, manchmal ist es sogar stärker, das lieben ja die Frauen in besonderer Weise, wenn die Männer mit sanftem Ton kommen und mit der Frau reden, das haben sie ganz, ganz gern. Das ist auch ein Ausdruck der Liebe, weil die Taube so sanft ist. Sanft wie eine Taube. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen. Hier gleitet sich die Liebe ein, dass sie sich hingibt, so sanft. So kommt Gott zu dir, im Säuseln des Windes, in diesem sanften Ton, nicht im Erdbeben, nicht im Feuer, nicht im Sturm, sondern im Säuseln des Windes kommt er und berührt dein Herz. Vielleicht weinst du dann, ihr seht manchmal viele weinen, das kommt so sanft in dich hinein. Das ist ein Symbol des Heiligen Geistes. Er lässt sich herab und durchdringt uns. Aber dann wieder, dass du wie Feuer bist. Denn mein Wort ist wie ein Feuer. Und dieses Feuer muss brennen innen drin. Und da gehst du hinaus, das habt ihr gesehen. Wenn dieses Feuer hineinkommt, dann gehen sie von alleine. Da brauchst du nicht hinterher sein als Pfarrer oder als Prediger oder als Missionar. Mensch, tut jetzt mal was. Die gehen von alleine, versteht ihr? Da kommst du gerade noch hinten hinterher, weil sie sind so stark von diesem Feuer angetrieben. Dann geht was los. So wie es auch der YouTube-Kanal in Israel war, 30 Junge sind mitgegangen und dann auf einmal kommen sie her vor der Kirche in Magdala, also bei der Maria Magdalena, dort, wo sie war, das war ein Umschlagsplatz für Pökelfleisch, der Petrusfisch, der wurde gepökelt und überall hin transportiert, also vom See Genezareth, die haben schon den Handel verstanden. Und da war natürlich auch ein Umschlagsplatz, wo viele Leute gekommen sind und Edelprostitution war. Und da war Maria Magdalena, wo er 7 Dämonen ausgetrieben hat, die ganz in der Sünde war. Und dann sind sie vor der Kirche auf einmal gekommen und haben gesagt: Herr Pfarrer Fim, wir wollen Sie nicht im KDV anschauen, das ist zu bieder für uns. Wir wollen Sie im Netz sehen. Wir machen einen YouTube-Kanal. Schlagen Sie ein, vor der Kirche, und ich: Ja, aber ich habe kein Handy. Das besorgen wir. Merkt ihr? Da ist nämlich auch was passiert. Genau bei dieser Fahrt, sage ich euch,
Wir waren in Nazareth bei den Sisters of Nazareth im Innenhof. Und dort, wo sind wir angekommen? Am Samstag vor Pfingsten sind wir geflogen. In der Nacht angekommen auf Pfingsten, da sind wir müde im Innenhof gesessen. Und was macht man, wenn man müde ist? Man tut einfach mal Lobpreis machen, oder? Lobpreis, dass die Müden ein bisschen dermaßen auf Touren kommen. Und wir haben Lobpreis gemacht und auf einmal, das sage ich euch, kommt von der heiligen Familie ein Schwall, der über die ganze Gruppe geht. Und durchdringt und die sind auf einmal topfit und beginnen zu lobpreisen. Und das ging durch die ganze Fahrt hindurch. Wo dieser Lobpreis herabgekommen ist und dieser Heilige Geist die Herzen erfasst hat. Mir ist so dreckig gegangen schon bei der Fahrt. Wahrscheinlich hat wieder der Böse gewusst, da geschieht was, da hat Gott was vor. Mir ist so dreckig gegangen, dass ich fast verreisen wollte. Ich sagte, hey, ihr müsst es fast allein machen. Ich bin nicht fähig. Und ich habe das gespürt. Von der Statue der heiligen Familie ist wie ein Schwall über die ganzen Lobpreisenden hinweggekommen und durchgedrungen. Und ich habe es gespürt. In dem Moment war alles weg. Die ganzen Angriffe des Satans, die ganzen Angriffe des Bösen, weg. Und dann ging es aber durch. Die ganze Fahrt an allen Städten mit einer Freude, mit einer Friede, mit einem Frieden, mit einer Leichtigkeit, mit einer Jugendlichkeit. Die haben so gesprint gemacht mit den Arabern, mit den Juden am See Genezareth. Das weiß ich noch, wer der Schnellste war. Und wir haben einen totalen Guten gehabt, einen Sprinter. Der hat alle abgezogen. Die Araber hat er abgezogen, die Juden hat er abgezogen, alle hat er abgezogen. Die sind ständig wieder da gestanden. Hey, wir wollen jetzt noch mal rennen. Wir wollen gewinnen. Sie haben es nicht geschafft. Der ist gerannt wie ein Wiesel, das sage ich dir. Also, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und eine Schau haben wir gehabt. Und ich war beim Beichten 10 Meter weg. Ich habe jetzt dazugehört bei der Sinte. Er sagt, oh, er läuft wieder. Und ich, allein, ich muss zuhören. Ich muss zuhören, versteht ihr? So eine Freude war da, versteht ihr? Sogar auf dem ganzen Hotel, wo wir waren, das dem Vatikan gehört, das jetzt eine andere, ich glaube die Legionäre Christi verwalten es, da waren wir oben und eine Hochzeit war auf der anderen Seite, auf dem Hotel, mit Kranen haben sie alles hochgebracht, versteht ihr? Und eine Musikgruppe, versteht ihr? Alles! Da habe ich mir gedacht, ja, schön, wunderbar, wir waren auf der anderen Seite, wir machen auch ein Fest. Wir machen eine Lobpreisparty. Ja? Und wir haben gesungen. Wir haben aber nur, die haben natürlich Alkohol gehabt, ohne Ende. Und wir nur ein Sixpack mit Bier. Mehr nicht. Aber nach etwa einer Stunde Lobpreis kam der Heilige Geist über uns. Und wir wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit dem Lobpreis Gottes. Hey, da ist auf einmal ein Familienvater mit 6 Kindern, der hat die Beine geschwungen und hat begonnen zu tanzen. Das war nur noch was. Und sagt, Herr Pfarrer Fiem, da waren wir am Ende, jetzt muss ich noch beichten gehen. Dann sind wir wieder nach hinten, haben eine Runde gedreht und dann wieder weiter mit Lobpreis gemacht. Die haben nicht mehr aufgehört. Wir waren voll bis zum Anschlag, aber nicht mit Bier und mit Alkohol, das sage ich euch, sondern vom Heiligen Geist erfüllt. Und gesungen. Und nebendran haben sie 2 Lieder hingebracht. Haben wir beobachtet. Haben wir alles hochgebracht. Wir haben noch gesungen, wo sie schon abgebaut haben, mit einem Sixpack. Eben. Aber Gott hat wahrscheinlich ein 100-Paket herabgebracht. Genau auf uns. Und wir haben da drüben voll einer abgezogen. Also da ging es richtig ab. Es sind alle vom Heiligen Geist, mit diesem Geist des Lobpreises, wie jetzt zum Beispiel auch David, der vor der Bundeslade tanzt. Im Heiligen Geist. Alte Leute,
sind auch ein paar Ältere dabei gewesen. Ich habe zu den Ältesten gehört. Ich war dann bei den 40, bei den letzten 5. Und die anderen waren alle Jünger. So kann der Heilige Geist über uns kommen und uns erfüllen. Und dann brennt es da drinnen. Wir brauchen das. Was man da schon erlebt hat, genauso das Gleiche, dass man mal Pfingsten erlebt in einem Ereignis, das man selbst mitgemacht hat. Das war in der Schweiz, 2013. Und zwar in Zürich. Stellt euch mal vor, eigentlich gibt es den Heiligen Geist nicht mehr in Zürich, oder? Fast nicht mehr. Gell? Okay, ich habe Exerzitien, aber dann kamen immer mehr. Und Junge, ich könnte es nicht vorstellen, so wie jetzt, die ganze Kirche voll, die ganze Halle, die ganze Pfarrsaal war voll und die kamen her und ich war der einzige Priester. Ich bin da oben gesessen und habe dann verkündet. Um 2:30 habe ich, glaube ich, angefangen mit Verkündigen. Und da war es irgendwann mal so, dass ich so irgendwie gesagt habe, ich bin ja nicht so ein super Charismatiker, komme eigentlich da irgendwo anders her. Jetzt müssen wir mal Gott danken, wir heben die Hände und danken Gott. Und die haben alle die Hände erhoben, wir haben Lobpreis gemacht und gesungen. Und auf einmal spüre ich, wie mitten in der Halle auf einmal wie eine Öffnung geschieht und wie ein Schwall herabkommt über alle. Und dann hättest du es mal mit sehen, was da geschehen ist. Auf einmal fangen die Alten in Zungen zu beten. Und dann ging es da los. Und ich sage, was machen die da unten? Alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, einander umarmt, gelobpreist und die konnten nicht mehr aufhören. Ich habe 5:30 noch verkündet, die wollten nicht mehr essen, nichts mehr wollten sie tun. Sie haben alles vergessen, weil sie total mit dem Heiligen Geist erfüllt waren. So ist es herabgekommen wie ein Sturm. Es war wirklich so zu spüren, so ist es durch. Und alle waren mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und ich bin oben gesessen. Und ich sage, jetzt brauche ich nicht mehr predigen. Endlich hast du gepredigt. Jetzt brauche ich nicht mehr predigen. Wenn du das mal erlebt hast und mir ist echt eigentlich nicht so gut gegangen, versteht ihr? Und dann hat mir Gott dort trotzdem die Kraft gegeben, alle durchzusegnen. 200 Leute bis 9:30 oder 10 Uhr nachts. Stellt euch mal das vor. 5:30 war das noch und die haben gesungen. Ich sage, ihr müsst jetzt mal essen. Wir wollen nicht mehr essen. Nichts. Wir leben von einer Speise, die vom Vater kommt. Das ist der Heilige Geist. Und wenn die Liebe drin ist, dann bringst du sie nicht mehr zum Essen. Sondern dann sind sie voll mit dem Heiligen Geist. Ist wirklich so, habe ich erlebt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist Pfingsten. Gesungen. Jetzt sind die Verantwortlichen. Das hat im Grunde ganz Konservative gemacht, versteht ihr? Von der Legio Mariens, dann sind die so klammheimlich zu mir gekommen und haben gesagt, hey, Herr Pfarrer, was ist denn da los? Was ist da passiert? Und ich sage, hast du es nicht gecheckt? Der Heilige Geist ist gekommen. Ja, ja, also was die da machen, das ist ja gewaltig, gewaltig. Ist wirklich so zugegangen. Das ist noch nie so erlebt. Aber richtig gespürt, wie die ganze Decke sich geöffnet hat und dieses herabgekommen ist auf alle. Er möge auch heute auf euch herabkommen, der Heilige Geist, weil wir brauchen ihn umso mehr, als die Kirche in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, in Liechtenstein, in den anderen deutschsprachigen Ländern, in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Denn wir brauchen diesen Geist. Den Heiligen Geist, damit wir nicht Duckmäuser sind, nicht Schwächlinge, nicht ängstlich sind, sondern bekennend sind und stark sind im Heiligen Geist. Ganz, ganz wichtig. Also das kommt herab. Wisst ihr, wenn dieses Feuer mal eindringt, da sage ich euch, dann geht's. Ist mir ja schon mal passiert, vielleicht darf ich so erzählen, weil Zeugnisse sind manchmal sehr, sehr gut. Zeugnisse. Ich habe schon so viel erleben dürfen mit dem Heiligen Geist. Da war ich auch in
in Südtirol vor dem Allerheiligsten gekniet bei Exerzitien. Und es war der Barmherzigkeitsabend. Auf einmal geht ein Strahl vom Allerheiligsten aus und dringt in mich ein. Und das Herz wird erfüllt von einer Glut und einer Liebe, dass es gerade zu spät ist, dass du sagst, Herr, hör auf, ich halte nicht mehr aus. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie er uns liebt. Da wirst du abgefackelt. Versteht ihr? Das brennt. Und nochmal ist es passiert in Kloster Brandenburg, vor dem Altar. Ich bin da einfach gekniet und dann kommt er wieder mit dieser Liebe hinein, mit dieser Kraft des Feuers ins Herz. Ja, vielleicht hat er gedacht, naja, also bei dem Pfarrer Fim muss ich schon ein bisschen nachhelfen. Gell? Der hat ja den Primitspruch, ich bin gekommen, Feuer auf diese Erde zu werfen. Wie sehr wünschte ich, es würde schon brennen. Vielleicht hat er das umgesetzt. Haben wir übrigens die Studenten zugesagt, dieser Primitspruch einer. Der andere heißt, woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Aber der zweite, ich bin gekommen, Feuer auf diese Erde zu werfen. Und wie sehr, ich wünschte, es würde schon brennen. Deswegen, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und da muss Gott Hand anlegen, dass es brennt. Sonst ist da nicht so viel los, gell? Es muss brennen. Und das geschieht, wenn dieses Feuer hineinkommt in dein Herz. Wie großartig ist das? Da verstehst du alles, da wird alles leichter. Das Wort Gottes verstehst du besser. Der Heilige Geist führt uns in die ganze Wahrheit ein. Er lässt uns erkennen, was er bringt. Die 7 Gaben, die 12 Früchte des Heiligen Geistes mit, die charismatischen Gaben. Dann steht auch ein Briefträger, ich war ja Briefträger, steht da vorne hin und verkündet. Wo wir am Anfang, als ich die erste Lesung mal im Kloster gelesen habe, dann hat mir das ganze Gestell da unten gewackelt und es hat nicht aufgehört, hyperventiliert habe ich und ich bin so aufgeregt und sage, lieber Gott, das wird was werden, das wird was werden. Priester soll ich werden? Siehst du, alles bekommt er hin, indem der uns stark macht, indem der den Geist in uns hineinmacht, damit wir auch hinstehen und den Mund öffnen. Eigentlich bin ich das größte Wunder. Alles hat man von Gott. Ist wirklich so. Manchmal habe ich jetzt gesagt, lieber Gott, such dir einen anderen. Aber er hat es halt so gewollt, gell? Aber es kommt nicht drauf an. Und je schwächer, dass du dich fühlst, versteht ihr? Je schwächer und unwürdiger habe ich mich wirklich. Ich habe ja Studium, ich habe ja einen Moris gehabt. Dem lieben Gott habe ich es zugetraut, mein Studium. Aber mir selbst, ich bin also manchmal fast davon gegangen und gesagt, jetzt lässt du mich in diesem Alter nochmal studieren. Und ich muss als Briefträger, wo ich so gern draußen war, in der frischen Luft, muss ich da drin in den stickigen Räumen sitzen. Ich bin als halber rausgegangen, ich habe fast keine Luft mehr bekommen, weil ich immer noch draußen sein wollte, versteht ihr? Und jetzt studieren, jeden Tag. Gell? Aber trotzdem, das war halt das Opfer, das musste man geben. Damit die Erkenntnis in dich hineinkommt und dich erfüllt. Seht ihr? Und die Mystiker sagen, auf Maria hat sich ein Kranz von Flammen auf ihr Haupt. Sie ist die Königin, sie ist die Braut des Heiligen Geistes herabgelassen. Auf die Apostel nur eine Flamme, aber auf sie wie eine Krone von Flammen auf ihr Haupt. Ich habe sogar ein Bild gefunden, vielleicht habe ich es dabei, nein, ist leider nicht dabei. Vielleicht war es nicht ganz so gut. Ein Kranz von Flammen. In ihr ist jeglicher Geist, alles nur Heiliger Geist. Sie ist vermählt mit der Liebe Gottes. Sie hat sich vermählt mit der Liebe Gottes. Auch wir dürfen uns vermählen mit dieser Liebe Gottes, die zu uns kommen will. Das nächste ist,
Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Genau das, mit dem Heiligen Geist und mit Feuer und mit dieser Sanftmut, die in dich hineingeht, mit diesem Feuer, das in dein Herz hineinkommt. Ein Heiliger Geist ist ausgegossen in unsere Herzen, also die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Nicht nur der Vater, nicht nur der Sohn, genauso der Heilige Geist. Und das brauchen wir. Das habe ich immer mehr verspüren dürfen, jetzt als Missionar, wenn man umher ist. Ohne diesen Heiligen Geist können wir nichts tun. Ohne diese Liebe geht nichts. Du hast Angst und gehst nirgends hin. Das Gegenteilige ist der Fall. Ich gehe eigentlich gern dorthin, wo ich noch nie war, um wieder Neuland unter dem Flug zu nehmen. Ich weiß nicht, was mich antrifft. Ich gehe einfach hin und der Heilige Geist tut alles vorbereiten. Maria tut alles vorbereiten und die Engel. Nur eines, dass das Wort Gottes verkündet wird und dass die Herzen den Glauben haben, der von Gott kommt und sie gerettet werden. Das war mal auch in einer Mission, meine Lieben, in der ich gegangen ist, eine Gemeindemission. Das war mal richtig interessant. Stell dir mal vor, dann komme ich in die Sakristei hinein und dann begrüße ich den Pfarrer, dann dreht er mir den Rücken zu. Es kommt so ein Nebenbuhler, versteht ihr? Gell? Und so ein Missionar. Das haben die Leute gesehen und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, Herr Pfarrer Finn, Entschuldigung, das hat er wahrscheinlich nicht so gemeint. Ja, ja, ich weiß, ist schon gut. Und ich habe so im Stillen gesagt, Jesus, jetzt müssen wir durch. Jetzt müssen wir durch. Gemeinsam. Jetzt haben wir begonnen, wir sind dahergefahren, 4 Stunden ins Norddeutsche. Jetzt müssen wir durch. Die Cornelia ist so mitgegangen, da habe ich jetzt viele Einsätze gehabt. Die hat so mit der Klampf gespielt, also mit der Gitarre und die hat guten Lobpreis. Und dann haben wir wieder 10 Gebote gemacht und da sind der Pfarrei mittendrin. Dann ist einer gekommen, gell, am Schluss, wir haben 10 Gebote, es ist gut gelaufen im Heiligen Geist, da musst du bitten, im Heiligen Geist, dass es locker hinkommt. Und dann sagte er, wissen Sie, Herr Pfarrer Finn, Ihnen kann man nicht böse sein. Sie mit Ihrem badischen Charme. Sonst hätte ich Sie rausgeworfen. Aber ich kann Ihnen nicht böse sein. Er sagt, ja, das kommt vom Heiligen Geist. Und jetzt gehen Sie beichten. Und da ist was gelaufen. Und ich habe so einen Widerstand gehabt, meine Lieben, dass ich davonlaufen wollte vor der Beichte. Ich habe nicht mehr gekonnt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Auf einmal kommt es über dich und du kannst nicht mehr. Aber dann haben wir begonnen wieder mit Jesus. Aber der Pfarrer auch. Da war er 3 Stunden im Beichtstuhl. Ich 4. Und nach dieser Beichte wieder ein Phänomen, wie alles weggeblasen. Das waren diese Widerstände, weil du vorher gut diese 10 Gebote gebracht hast. Aber dann regt sich der Teufel, er will es verhindern. Er will, das hat er. Durch diese Sünde hat er Anrecht auf uns. Und dann geht er gegen uns an und will uns fast zum Verreisen bringen. Dass wir ja nicht die Beichte hören, wo er schon sieht, jetzt will es der Mensch sagen, jetzt will er es losbringen. Und dann verliert er alle Anrechte, dann verliert er alle Macht, dass er den Menschen knechtet und wieder in die Sünde hineinführt. Dann werden die Menschen frei. Und mir ging es wirklich so, wie ich wieder 2 Wochen Urlaub hatte. Nach 4 Stunden Beichte. Hey, ich sag's euch, was da gelaufen ist, was da rausgekommen ist an Sünde, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wahrscheinlich beim Pfarrer auch. Und dann bin ich wirklich 1 Stunde noch länger im Beichtstuhl gesessen. Er war dann schon beim Abschlussessen. Und er war auch rumgedreht und sagte auf einmal, Herr Pfarrer Finn, kommen Sie das nächste Jahr wieder.
dann hat es ihn in dieser Beichte rumgedreht. Das müssen wir nicht machen. Da musst du nur eines tun, du musst weitergehen. Du musst weitergehen und Gott arbeiten lassen. Und wahrscheinlich waren die Beichten so gut, dass er nicht mehr konnte. Sag, das wünsche ich mir als Priester, dass mein Volk und meine Leute so beichten. Dass die eigenen Kinder von der Pfarrei so beichten. Es sind ja einige darunter gewesen, aber auch von auswärts. Und er spürte, das ist Kirche. Dann fühlt sich ein Priester, wenn er im Beichtstuhl sitzt, wahrhaft in der Identität als Priester. Nirgends fühlt er sich so als Priester, wenn er das Wort Gottes verkündet, wenn er am Altar ist und wenn er beichten geht. So sagt es der Pfarrer von Ass. Das ist die Identität des Priesters. Und dieses Feuer losbricht. Und er war total verwandelt und sagt zu mir und wollte direkt neben mich sitzen, hat mit mir geschwätzt und vorher hat er den Rücken zugekehrt. Gell? Genau das Gegenteilige, was du damit machst. Wenn dieser Strom, meine Lieben, mal runterkommt auf dich, wenn er auch auf die Priester herabkommt, wir wollen sie nicht kritisieren, wir wollen nicht die Bischöfe kritisieren, wollen wir nicht, wir müssen uns abgrenzen, wir dürfen diese negative Theologie nicht mitmachen, aber wir müssen für sie beten, wir müssen alles hingeben, denn sie sollen auch vom Heiligen Geist erfasst werden, das will Gott, er will alle bekehren. Wenn du in diesem Strom des Heiligen Geistes bist, der herabkommt und uns neu macht, genauso Petrus, dann geht er hinaus und predigt. Die gehen hinaus und predigen, haben keine Angst. Es ist wie ein Brennen in ihnen und es werden an dem Tag 3000 dazu gewonnen. Stell dich mal vor, 3000. Er steht da und predigt und sie werden mitten ins Herz getroffen. Mitten. Das müssen wir nicht machen. Die Menschen werden ins Herz getroffen. Und das bewirkt alleine der Heilige Geist, versteht ihr? Und sogar vor dem Hohen Rat, vor dem Synetrium sagen sie, das entscheidet selbst. Wir müssen Gott mehr gehorchen, wie den Menschen. Das ist ein Selbstbewusstsein. Keine Angst mehr, dass sie umgebracht werden, nichts mehr, sondern diese starke Festigkeit im Herzen, damit sie für den Glauben einstehen. Das geht nur im Heiligen Geist. Deswegen auch so bei Joel, ihr könnt es lesen vielleicht, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Das wird geschehen, das wird noch kommen, dass der Heilige Geist über alles Fleisch ausgegossen wird. Alle werden berührt werden, alle werden sich sehen, wie sie vor Gott sind. In einer Seelenschau, die Gott gibt, ein neues Pfingsten. Und das weltweit. Eingegossen. Stell dir mal vor, jeder sieht das. Der größte Sünder sieht sich. Und hier ist der Moment, wo das Reich Gottes aufgerichtet wird. Das ist die Wiederkunft in Herrlichkeit, nicht zum Gericht, das kommt noch später. Haben wir sogar in Rom angefragt, es wird wohl drei Kommen geben. Das eine vor 2000 Jahren, wo er gekommen ist als kleines Kind, im Schoße Mariens. Das zweite Kommen in den Herzen, durch den Heiligen Geist. Und das dritte Kommen zum Gericht. Das haben sie den Ratzinger angefragt, als er noch Präfekt der Glaubenskongregation war. Und sie haben gesagt, also er hat gesagt, die Väter sind sich da nicht einig. Es kann auch ein drittes, also quasi drei Kommen geben. Und biblisch gesehen ist es wirklich so. Dieses Kommen in Herrlichkeit, in den Seelen, wo er sein Reich aufbaut, wo dann es sein wird, dann wird der Löwe
beim Lämmlein spielen. Und sie tun sie nichts Böses. Und der Panda beim Böcklein. Und die Raubkatze beim Zicklein. Und das Kind spielt beim Schlupfloch der Natter und streckt sogar die Hand hinein und sie beißt nicht zu. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Das Land eurer Herzen ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Das wird noch kommen. Das steht bei Jesaja. Das wird gewaltig sein. Wenn alle Dämonen, meine Lieben, wie es im 19. Kapitel steht, oder Anfang des 20. Kapitel, glaube ich, steht es, wenn alle Dämonen hinabgefesselt werden für eine lange Zeit und hier auf Erden wir dann ein Reich haben, wo alle Menschen, alle Sprachen, alle Nationen, alle Völker, meine Lieben, in die eine Kirche Jesu Christi kommen werden. Es wird großartig sein. Die Juden werden sich bekehren. Die Muslime werden sich bekehren. Wenn dieser Geist kommt, der das ganze Angesicht der Erde erneuern wird. Wir gehen darauf zu und wir sind nicht mehr lange weg von diesem Ereignis, meine Lieben. Bereitet euch gut vor, bereitet euch jetzt vor, dass er alle Sünden wegbringt, weil der Heilige Geist wird kommen und jede Sünde, deswegen sind wir so dran, dass ihr nicht überrascht werdet, dass alle Sünden schon jetzt in die Beichte gebracht werden. Das ist einem passiert, ich habe es glaube ich schon erzählt, oder wer noch nicht dabei war, da ist einer gestorben, also in postmortal ist er, also nachtodlich, dann wieder zurückgekommen und dann ist ihm das ganze Leben auch wie ein Film durchgegangen. Er kam aber wieder zurück und dann ist ihm eines aufgefallen. Da fehlte etwas in diesem Film. Und er dachte nach. Und es war das, was er gebeichtet hatte, war weg. So wie ein Filmemacher kannst du deinen Lebensfilm jetzt beschneiden, indem du alle negativen Dinge rausschneidest durch die Beichte. Und dann geht ein anderer Film am Schluss ab. Das bestimmst du durch die Beichte. Er ist nicht mehr angeklagt worden von Gott, es ist weg. Du schneidest heraus, wenn du es bereust. Du machst es. Du tust dich jetzt anklagen, indem der Heilige Geist alle Sünden dir zeigt. Damit du deinen Lebensfilm wie ein wunderbarer, guter Filmemacher beschneidest. Alle unangenehmen Dinge werden rausgeschnitten. Du wirst doch nie so weit kommen, dass du irgendwas verschweigst, dass du Dinge verschweigst und das sage ich nicht. Das sage ich nicht. Das ist mir so unangenehm. Manche tragen das 10, 20, 30, sogar 40 Jahre mit sich. Habe ich noch nie gebeichtet. Das ist mir unangenehm. Schneide es heraus, hab den Mut. Und die Liebe soll dich drängen, dass es rausgeschnitten wird. Das ist doch wunderbar, deswegen gehen wir beichten. Deswegen haben wir so eine wunderbare Möglichkeit hier in Medjugorje, dort wo der Beichtstuhl der Welt ist, alle Sünden zu deponieren und letztlich alles in die Müllverbrennungsanlage Gottes zu bringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Nachschub rollen soll, versteht ihr? Das ja nicht, versteht ihr? Sondern es soll aber alles verbrannt werden, in einem Feuerbrand der Liebe. Alle Sünden will der Herr wegmachen. In dir muss also brennen, was du in anderen entzünden willst. Das ist von Augustinus Aurelius. In dir muss brennen und es muss zünden und es muss losgehen. Es muss sich etwas tun, wenn dieses göttliche Feuer hineinkommt und wie beim Streichholz brennen, da macht es, dann geht's los. Aber bis dort, du bist so gemacht, dass es irgendwann losgeht und dass dieser Geist hineinkommt. Der Heilige Geist, so wie jetzt, das wird wahrscheinlich
der Heilige von Genf, wie heißt er jetzt wieder, Heilige? Franz von Sales, genau. Das war auch so einer, der gebrannt hat. Oder der Heilige Philipp Neri. Da war es so, dass wie eine Feuerkugel in sein Herz geschossen ist. Und dann war so viel Liebe drin, so viel Heiliger Geist drin und so viel Feuer drin, dass man dann nach dem Tod feststellte, die Rippen sind gebrochen, das Herz hat so eine große Fülle und Größe gehabt, dass die Rippen gebrochen wurden vor lauter Feuer in der Brust. Ja, ist wirklich so. Dann sagst du die Wahrheit. Dazu sind wir gekommen, auch ihr, dieses Feuer in die Familien überall hinzuwerfen, um dieses zu tun, dem verlorenen Schaf nachzugehen, bis er es findet. Dieses Feuer der Liebe bewirkt, dass ich keinen aufgebe meiner Brüder und Schwestern draußen. Dieses Feuer geht nach jedem Sünder. Immer gehe ich nach, bis ich es gefunden habe. Und ich nehme es auf den Rücken, das Schaf, trage es heim. Denn es ist mehr Freude über einen, der umkehrt, wie über 99 Gerechte, die der Umkehr nicht bedürfen. Dieses Feuer des Heiligen Geistes bewirkt das. Und der Herr hat es in sich, es brennt in ihm, es hört nicht auf. Er ist der, der immer und immer wieder und Schaf auf die Arme nimmt, trägt, auf die Kleinen, die Schwachen, die Verwundeten und all jene, die es in besonderer Weise bedürfen. Und das geschieht in der Heiligen Beichte. Dort kommen die Sünder zurück und dort darfst du dich ausweinen. Wenn wir sehen würden, in jedem Priester sitzt Jesus so. Du siehst eigentlich nicht mehr die Priester, die sind unwichtig. Du gehst zu Jesus, deswegen kannst du zu jedem Priester gehen. Es darf keinen speziellen Priester geben, weil im Priester ist Jesus und der ist speziell. Der ist speziell, weil Jesus in ihm ist. Ja? Und bete einfach, dass Jesus alles tut, im Priester. Er kann sogar alles tun in der Lossprache schon. Auch alles abtrennen, alles durchtrennen, alles Blockierte, Gelähmte, alle Flüche und alle Verwünschungen, alles Festsetzungen, Fixierungen, alles, wo die Menschen tief verwundet sind. Er kann es. Je mehr, dass du glaubst, wird er es tun. Und wenn du es vorher ihm sagst, dass es geschehen soll, in der Beichte, dann wird es geschehen. Deswegen sagt Faustina, in der Beichte tue ich die größten Wunder. Und meine Lieben, das kann ich wirklich sagen als Priester, was wir hier in Medjugorje für Wunder gesehen haben, nicht nur gerade so, versteht ihr, sondern wie am Fließband, eins nach dem anderen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich wünschte oft einmal, er wäre dabei. Jetzt das letzte Mal war es so, da sind halt schwierige Fälle gewesen und die haben mal ganz schön gelärmt teilweise und geweint. Und dann hat oft einmal jene, die gerade Beichte gehört hat, gesagt zu mir, Herr Pfarrer Fim, ich glaube, Sie werden wieder gebraucht da drüben beim Pater Leonhard. Und dann hat sie gesagt, gehen Sie nur, ich glaube, es ist besser, wenn Sie mithelfen ihm, weil es jetzt gerade so schwer ist. Das nächste Mal ist dann der Pater Leonhard zu mir gekommen, so haben wir gearbeitet. Aber ich sage es euch, so großartig. So wunderbar, was er in der Beichte tut. Was er in der Beichte tut. Siehst du? Und so dürfen wir jetzt auch, es reicht, glaube ich, jetzt mal vom Vortrag, dann dürfen wir so langsam jetzt mal die Messe feiern. Wenn wir den Koffer da haben und nachher nochmal aussetzen, ein kurzes Geistausgießungsgebet und dann segnen wir, dass wir dann auch rechtzeitig fertig sind. Das reicht. Das ist jetzt die Vorbereitung gewesen.
diesen Geist zu bitten, die dritte göttliche Person, die Liebe Gottes, ohne die du nichts tun kannst, zu bitten, dass er kommt, oder? Das habt ihr so eine kleine Abrundung bekommen, versteht ihr? In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Merkt ihr, wie tief das dieses ist? Das ist eigentlich ein Thema, das wir richtig gut brauchen in Europa. Und Medjugorje ist so ein Beschleuniger. Weil jeder Aufbruch, meine Lieben, in Europa, auf der ganzen Welt sogar, geht irgendwie zurück auf Medjugorje. Selbst das bei Radio Maria, das war ein wirklicher Industrieller, der war hier in Medjugorje, total nüchtern, versteht ihr? Der hat sein Handwerk verstanden und auf einmal hört er die Stimme, gründe einen katholischen Radiosender. Ja, wie nenne ich ihn? Radio Maria. Und jetzt schaut mal, was geschehen ist. Eine Stimme von ihr und auf die ganze Welt ist es ausgebreitet. So will auch der Himmel, dass wir die Medien benutzen. Alles, alles müssen wir benutzen, dass die Botschaft hinausgeht. Wenn es der Himmel will, wenn es Maria will und ein Sender daraus macht und immer wieder über diesen Sendern ihren Schutzmantel hält, soll sie immer den Schutzmantel über uns halten. Sie soll auch als Mutter diesen Geist für uns erbitten. Den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Allmächtiger Gott, wir loben und preisen dich, dass du uns deine Gnade schenkst und den Heiligen Geist uns näher gebracht hast, dieses Thema uns so tief ins Herz gegeben hast. Und Herr, beginne jetzt zu brennen. Beginne dieses Feuer in uns hineinzuwerfen. Beginne diesen Brand, diesen heiligen Brand in unserem ganzen Leben, in Seele und Geist zu führen und auszubauen, dass wir Feuer werden. Denn es ist besser zu brennen und zu glühen, als zu wissen. Wissen können wir vieles, aber zu brennen und zu glühen für Gott, das ist mehr. Dort ist die Liebe dabei, beim Wissen manchmal nicht. Aber beim Feuer, dort ist die Liebe dabei und die Liebe ist das Größte. Glauben, Hoffnung wird vergehen, aber die Liebe nicht. Und dieses soll doch in uns so groß sein und immer größer werden. Denn der liebt, meine Lieben, der tut dem anderen nichts Böses. Und wenn der Geist kommt, dann tust du nicht so viel Sünde. Das wollen wir alle. Wir wollen diesen Geist in unseren Herzen haben, der uns zu Kindern Gottes macht. Und es auch in Wirklichkeit sind. Amen. Und dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Preist den Herrn.